Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Unreal Engine 5 Tutorials. Und wir schauen uns heute Zufallszahlen mit Vektoren an. Hier bin ich im Third Person Template und mein Ziel bei dieser Aufgabe ist es, ein Gegenstand mit einem Event zu bewegen, zu teleportieren an zufälligen Standorten, die wir vorher in einer Variable in einem Array abspeichern. So, genug der Worte, fangen wir mal an. Also, wir gehen hier auf Place Actors, ein Cube, oder wir nehmen ein Sphere, können wir auch nehmen, das ist eigentlich egal. Und wir wollen, dass jedes Mal, wenn wir auf diesen Startknopf drücken, dass dieser Sphere quasi zufällig an einer der sechs Standorte, die wir vorher festlegen, gesetzt wird vom Standort her, von der Position her. So, also wir gehen hier oben auf Level Blueprint, ja, und genau, und tun hier erstmal eine Variable festlegen, nennen wir Positionen, und dann setzen wir das als Datentyp Vektor ein. Und wir wollen ja verschiedene Positionen, das heißt, wir legen das nicht als Single, sondern als Array. Ja? Wie ihr wisst, kann man mit Arrays verschiedene Datensätze erstellen und ein Datensatz bei einem Vektor sind drei Koordinaten. Das ist einmal X, Y, Z, ja? Das ist genau die Position. Wir speichern in diesem Array die Position. Also die erste Position zum Beispiel ist 1000, 1560, 70. 1000 ist X, 1560 ist Y und 70 war, genau, Z. Sehr gut. So, als zweite Position können wir, das ist einfach frei ausgewählt, können wir hier zum Beispiel die Position nehmen hier. Ja, die Position, und das ist dann 2510, 1080, 70, sehr gut. So, als dritte Position nehmen wir mal hier, die hier, das sind 1510, 1080, 1510, 1080, und das sind dann 70, genau. So, als nächste Position nehmen wir mal höher, ein bisschen hier rein, dann ein bisschen näher ran. Und das ist dann 1000 in X. Nicht 100, sondern 1000. 1270 in Y, 1270 in Y. Und 230 in Z, 230 in Z. So, genau. Genau, dieser Array hat jetzt vier Positionen abgespeichert. Arrays fangen wir immer mit dem Index 0 an. So, also, mit Beginn des Spiels oder Keyboard-Event? Machen wir lieber Keyboard-Event. Also, mit dem Keyboard Event 1 soll Folgendes passieren. Jedes Mal, wenn ich auf die 1 drücke, soll zufällig, wie gesagt, das Sphere teleportiert werden. Also, wir ziehen erstmal den Vektor raus. Und genau, wir brauchen erstmal eine Referenz zu diesem Objekt. Referenz kann man im Level Blueprint ganz einfach machen. Man muss auf den Sphere klicken, sodass er markiert ist. Rechte Maustaste, Create a Reference to Sphere. Ja? Jetzt haben wir die Referenz. Jetzt weiß auch der Blueprint, welches Objekt überhaupt verändert, modifiziert werden soll. Also, dieser Sphere soll was sein? Wir wollen ein Set Actor Location. Also, wir wollen eine Position festlegen. Dieser Node macht Folgendes, er tut dem Mesh quasi eine Position geben. Ja? Und dieser New Location wird natürlich aus dieser Position. So, wir wollen ja von diesen vier Positionen wollen wir zufällig etwas entnehmen. Und es gibt verschiedene spezielle Nodes für Arrays. Und einer davon ist Get. Ja? Get ist ein Node, bei der wir einen bestimmten Index
mit einem bestimmten Index den entsprechenden Datensatz herauslesen. Ja? Konkret heißt das zum Beispiel in dem Fall, der Index 0 wird aus diesem Array herausgelesen. Das heißt, der Index 0, also aus diesem, dann wird dieser Datensatz herausgelesen bzw. ja, selektiert. So, das soll ja bei uns in unserem Spielchen quasi zufällig gewählt werden. Das heißt, dann müssen wir einfach nur random und die Farbe ist grün, also es ist ein Integer, ja, random Integer. So. Dieser Node ist folgendes, er sagt, dass wir, dass es eine zufällige Zahl zwischen 0 und minus 1, max minus 1 wählt. Zum Beispiel, wenn wir hier 5 eingeben würden, dann würde er eine Zahl zwischen 0 und 4 auswählen. Ja? Also 5 minus 1, max minus 1 sind 4, genau. So. Aber weil wir hier nicht eine selbst festlegen wollen, wir möchten ja, dass es die Anzahl der Listeneinträge quasi, diese Anzahl soll zufällig gewählt werden. Ja? Weil es gibt ja keinen Eintrag bei 100 zum Beispiel, wir haben ja keine 100 Einträge. Deswegen können wir hier einen weiteren Node für, speziell für Arrays benutzen, das heißt len. Ja? Len ist, oder length, ist die Länge der Liste. Also hier kommt die Länge der Liste, zum Beispiel 4 oder 5 in dem Fall, 4, in dem Fall 4, ja. Und dann wird hier zwischen 0 und, ja, zwischen 0 und 4, also zwischen 0 und 3 eine Zufallszahl auch ausgelesen. Und diese Zufallszahl, die setzt dann quasi diese New Location fest. So, compilen und dann probieren wir das Ganze mal aus, oder? So, New Editor Window. So, hier haben wir unseren Sphere, ja? Und wenn wir auf 1 drücken, ja, es passiert nichts. Warum? Eine Fehlermeldung. Da steht, Static Mesh has to be movable. Okay. Also, wir müssen, wenn wir etwas bewegen wollen, auch bei Static Mesh auf Movable umstellen, ja? Jetzt müsste es klar speichern und jetzt wieder auf Play und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Drücken wir auf 1. So, das ist zufällig ein Index, eine Position quasi entnommen. Nochmal 1, nochmal. Dann, ja, das kann man jetzt so weit spinnen, wie man will. Ja, wenn man es ganz verrückt haben will, können wir es mit jedem Tick auslösen, dieser Tick, ja, Class Defaults, machen wir mal die 0,2, Compile, dann Curl, das ist verrückt, das, ja, dann springt er hin und her, zufällig, ja, genau. So könnt ihr auch später bei Spielen prozedural generierte Levels oder Gegner, ja, nutzen mit diesen Random und diversen Variablen. Und mit Set Actor Location, ja, das könnt ihr dann in vielerlei Hinsicht nutzen. Okay, das war's für heute. Wenn es, es ging heute um Random, dem Random Node und um dem Array mit dem Vector Variable. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.